Heute bin ich allein unterwegs. Es ist die letzte Etappe unseres ersten Teilstücks. Heiko steigt in eine andere Richtung ab. Für mich geht's aber zuerst Richtung Benediktinenwand und dann durch den Wald immer Richtung Jachenau. In der Benediktinenwand leben einige Steinböcke und ich hoffe auf dem Weg auf einen zu treffen. Der Weg führt überwiegend durch Wald, aber immer wieder komme ich an Stellen mit tollen Ausblicken vorbei. Ich bin schon relativ weit unten und habe die Hoffnung auf Steinböcke eigentlich aufgegeben. Da steht er plötzlich vor mir. Da heute auch noch der Heimweg ansteht, habe ich mir nur eine halbe Etappe vorgenommen und kann mir richtig Zeit lassen, um in gemütlichen 4 Stunden bis Jachenau zu laufen. Es ist kaum zu glauben, dass wir in den letzten 4 Tagen fast 100 Kilometer weit gelaufen sind. Auf dem letzten Abschnitt des Wegs lasse ich die letzten Tage nochmal Revue passieren. Als ich dieses Bild mache, sprechen mich 2 Wanderinnen an. Das sieht aber nach Fernwandern aus. Wo soll es denn hingehen? Nach Venedig. Aber heute nur noch bis Vorderries. Von hier soll es dann nächstes Jahr weitergehen. Vielen Dank, dass ihr uns bis hierher begleitet habt. Ich hoffe, ihr bleibt uns bis nächsten Sommer treu, wenn das Abenteuer weitergeht. Um das nicht zu verpassen, abonniert doch einfach den Kanal. Ich bin mir sicher, es gibt auch nette Videos zwischendurch.